Heute habe ich mal Joy-Cons von Switch, von Witch, von Wish. Alter! Moin Leute, ich bin's wieder, euer Testyboy. Willkommen zum neuen Video. Heute etwas, was ich schon mal auf meinem Kanal hatte, wovon ich überzeugt war. Und zwar hatte ich ja schon mal einen Switch-Controller. Den verlinke ich euch unten in der Infobox. Heute habe ich Joy-Cons von Wish. Und wie ihr seht, wieder mal Plastik. Verschicken die überhaupt was im Karton? Das Paket war super schnell da. Kommt auch aus Deutschland. Ist nicht aus China gekommen, sondern aus Deutschland. Wir packen aus. In der Verpackung Luftpolsterfolie. Man kennt es nicht anders. Klassische Wish-Geschichte mal wieder. So. So sieht das Ganze aus. Joy-Con-Pad steht drauf vor Nintendo Switch. Wir gucken uns erst einmal fix die Verpackung an. Wir haben vorne die Funktionen. Auf der Seite je den Joy-Con. Und auf der Rückseite ein CE-Prüfzeichen. Also alles EU-konform. Wir machen auf und finden vor, wie ich es nicht anders erwartet habe, logischerweise, haben wir hier ein Joy-Con. Oh, der ist auf jeden Fall anders als die originalen. Es fällt direkt auf. Wir können die einmal vergleichen. Ich ziehe hier einmal einen raus. Dann seht ihr das so, also das werdet ihr sofort sehen. Seht ihr den Unterschied? Der China Joy-Con ist viel dicker. Zum anderen haben wir hier einen Micro-USB-Anschluss. Das heißt, wahrscheinlich wird der nicht über die Konsole geladen. Doch. Aber man kann ihn zusätzlich anscheinend über Micro-USB laden. Er liegt auf jeden Fall anders in der Hand. Er ist auch die Knöpfe, also es ist alles ein bisschen anders aufgebaut. Ihr könnt das ja mal genau vergleichen. Hier seht ihr das auch. Die Knöpfe sind runder und dicker. Der Joystick ist ein Tick höher. Und der Hausknopf ist wie ein Haus und nicht wie ein... Also wie ein runder Knopf. Die Haptik ist auch ein bisschen anders. Die Knöpfe hier gehen wesentlich tiefer. Wir gucken uns mal den anderen an. Genau, der andere ist genauso dick. Ich würde sagen... Achso. Ja, zubehörtechnisch haben wir hier natürlich dann noch das Micro-USB-Kabel dabei. Was schön lang ist. Das heißt, man kann gut laden beim Spielen. Und natürlich die Bedienungsanweisung. Die würde sich für mich aber entwickeln. Ich würde sagen, nicht lang fackeln. Wir nehmen die Joy-Cons einmal aus der Switch raus und stecken die 9 in die Switch rein. Es ist auf jeden Fall schon mal ein anderes Feedback von dem Gerät. Wir schalten die Switch einmal ein und theoretisch müssten jetzt ja schon, sind verbunden die Joy-Cons. Es ist viel breiter. Ganz anderes Feeling. Ich würde sagen Kamerawechsel und Test. Ihr seht schon auch die, es sieht einfach anders aus und gerade auf der Rückseite, hier sieht man es ganz extrem. Die sind erhaben. Guckt euch mal die Original an, die sind wirklich flach. Und die sind hier richtig erhaben. Damit soll man wahrscheinlich mehr Griff haben. Ich bin gespannt. Es fühlt sich auf jeden Fall ganz anders an, wenn man die Konsole jetzt hält. Wir starten wieder mit Mario Kart, wie beim letzten Mal auch. Also es ist wirklich ein ganz anderer Griff. Komischerweise. Strange. Also es ist wirklich ganz, fühlt sich ganz anders an. Also jetzt im ersten Moment muss man schon mal sagen, es liegt ganz komisch in der Hand. Also ungewohnt einfach, ne? Weil man hat hier jetzt wirklich so Griffe. Wir starten einmal fix ein Rennen. Oh ne, 50 Kubik muss echt nicht sein. 150 Kubik ist, glaube ich, schon fair. Let's go, der Hase. Also, ja, es fühlt sich wirklich komisch an. Ich würde sagen, wir testen gleich die Funktion einmal durch. Die oberen Knöpfe geben auch ein ganz anderes Feedback. Also, die sind viel lockerer. Aber das kann ja auch sein, dass das gut ist. Okay, sie vibrieren. Aber nicht schön. Man hört richtig die Vibration. Ich gucke gleich mal, ob ich... die Vibration ist ganz komisch. Ich mache den Ton einmal kurz aus und dann vielleicht kann meine Kamera das aufnehmen. Ich halte das mal jetzt. Hört ihr das? Es klingt ganz komisch. Man hört richtig den Vibrationsmotor. Also da merkt man wieder, dass das einfach billig verarbeitet ist. Ich meine, reagieren tut er gut. Das kann man nicht anders sagen. Aber schön ist das irgendwie nicht. Also gehört habt ihr es ja. Ihr kennt ja die Regel. Erster Platz wird zu Ende gespielt. Aber die Vibration des Teufels. Also das ist wirklich gar nicht schön. Man kann die auch mitlenken bei Mario Kart. Wusste ich gar nicht. Wir machen einmal einen Screenshot. Das hat funktioniert. Das Haus funktioniert auch. Jetzt habe ich meinen ersten Platz dafür aufgegeben. Ich honk. Scheiß die Wand. Oh,
Schön vorm Ziel Sechster. Moinsen. So, noch Zweiter geworden. Also, die Vibration ist wirklich gar nicht geil. Das schockt mich. Hiermit kann man auch Gas geben bei Mario Kart. Das wusste ich auch nicht. Mensch, jetzt finde ich durch den neuen Controller so viel raus. Aha. Ja, also funktioniert. Die Haptik ist da. Aber die Vibration ist wirklich gar nicht geil. Also das stört mich extrem. Das kann ich nicht anders sagen. Ich würde sagen, wir wechseln die Kameraperspektive nochmal und dann schnacken wir nochmal kurz. Ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar, ich wollte jetzt den Joy-Con hier rausholen. Hier ist ja dieser Knopf. Und der klemmt richtig gut. Der ist schon beim Einsetzen. Ist der schon nicht so geil. Aber beim Rausziehen noch beschissener. Und hier geht es wesentlich einfacher. Das heißt, die sind auch verarbeitungstechnisch nicht auf einer Länge, sag ich mal. Ich wollte euch die nochmal kurz im Nahen zeigen. Also so sieht das Ganze aus. Hier auch die Knöpfe, die, wenn man jetzt so lenken würde, ja auch nicht so eine geile Haptik haben, muss man sagen. Hier seht ihr ja, die sind, also wir können das ja direkt mal vergleichen. Ihr seht das ja auch. Wir haben hier ja viel größere Knöpfe. Der Minus ist dafür hier auch ein runder Knopf. Und die sind ja relativ gleich hier. Von oben gesehen sieht das ja auch ganz ähnlich aus. Also da ist keine große Veränderung. Der Knopf hier ist eckig statt rund. Und hinten, ja, habe ich euch ja schon gezeigt. Also hier haben wir ja den Griff, dass man sozusagen hier nur den Button erhaben hat. Hier, das Teil ist wirklich so geformt. Also ihr seht das ja. Hier unten so ein Loch noch. Also wirklich ganz anders als der Original. Bei dem anderen nochmal zum Vergleich. Hier seht ihr, die sind relativ identisch hoch. Das Haus ist hier ein Haus und kein Kreis. Und auch hier sind die Knöpfe ja länglicher und runder. Irgendwie ganz komisch. Und auch hier haben wir diese komische Form mit dem Micro-USB-Anschluss, was ich an sich gar keine schlechte Idee finde, weil ich weiß gar nicht, wie man die Original-Joy-Cons lädt. Also, so viel dazu. So, Leute, was ich vergessen habe zu erwähnen, ist zum einen, hier sind noch so Schlaufen bei. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt benutzen würde. Dafür ist ja auch hinten dieses Loch. Und den Preis natürlich. Bezahlt habe ich so viel. Und kommen wir zum Fazit der ganzen Geschichte. Also ich muss sagen, sie waren jetzt nicht extrem teuer. Deswegen ist es okay. Die Original Joy-Cons nachkaufen ist wesentlich teurer. Aber zum einen frage ich mich, warum? Warum ändert man denn die Form? Das ist total komisch. Also es ist total blöd. Weil man ist einfach an die Form gewöhnt und dann hat man auf einmal so dicke Dinger in der Hand, die vom Gewicht aber wesentlich leichter sind. Finde ich nicht so toll. Ich würde sagen, wir machen einmal die Bewertung. Kommen wir zur Verarbeitung. Also verarbeitet ist das Ganze so minder. Zum einen, wie gesagt, extrem leicht. Zum anderen nicht richtig schön verarbeitet. Überall so kleine Kanten. Dann das Reinschieben in die Switch hat nicht so gut funktioniert. Das ist auch ein Verarbeitungsfehler, weil die Stege hier, weil dieser Steg einfach zu dünn ist und hier wirklich diese Nupsis rausgucken von der Gießung. Dann die Haptik der Knöpfe ist irgendwie nicht so geil, also nicht so super. Und ja, alles in allem gebe ich hier für die Verarbeitung 2 von 5 Testis. Kommen wir weiter zur Funktionalität. Funktioniert haben die Dinger ganz gut. Sie haben reagiert auf das, was ich getan habe. Sie haben instant reagiert, keine Verzögerung. Pluspunkt, weiß ich nicht, ob man das für den Micro-USB einen Pluspunkt gibt. Ich finde es eher störend in der Optik und man sieht hier zum Beispiel auch, das ist vielleicht eher nur ein Verarbeitungspunkt, aber ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Diese USB-Buchse ist hier so hoch schief irgendwie drin, also alles in allem nicht so geil. Die Haptik der Knöpfe ist wirklich komisch. Dann zum anderen die Knopfform ist sehr komisch, genauso wie die Controllerform logischerweise. Es ist alles wirklich eher billig. Deswegen gebe ich hier 3 von 5 Testis. Kommen wir zum abschließenden Punkt, Verpackung und Versand. Ja, Verpackung finde ich super. Kann man nichts anderes sagen. Es ist hier drin auch schön sortiert gewesen, alles schön verpackt. Karton ist super, es steht alles drauf, was man braucht. Wir haben genug Zubehör gehabt. Versandzeit war eine Woche. Deshalb gebe ich hier 4 von 5 Testis. Das macht im Gesamtergebnis 2, 3, 4, 2 plus 3 sind 6, plus 4 sind 10, 10 durch 3 sind 3,3. Das macht eine Gesamtbewertung von 3,3 von 5 Testis. Wie ihr wisst, mitten im Wishsember, das heißt, ihr könnt natürlich die Joy-Cons gewinnen. Wie das Ganze funktioniert, wisst ihr. Ihr müsst Abonnent von dem Kanal sein,
Habt einen Daumen nach oben auf das Video da gelassen und unten ein nettes Kommentar geschrieben und schon könnt ihr die Teile gewinnen. Nächste Ziehung ist Anfang nächster Woche, kurz vor Heiligabend. Was mir noch auf dem Herzen liegt, im heutigen Video hat es Turtle Power auch schon gut auf den Punkt gebracht. Ich freue mich wirklich über die Kommentare und ihr wisst, wenn ihr was gewinnen wollt, ist ein Kommentar Pflicht. Aber ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr Bezug nehmt auf das Kommentar. Ich habe heute schon wieder um 6:01 einen Kommentar auf das 18 Uhr Video bekommen, wo irgendwas stand, sagen wir jetzt mal super Video oder so. 6:01. Das Video ging aber über 5 Minuten, das heißt, die Watchtime war nicht beendet. Finde ich es einfach schade, da ist es klar, ihr freut euch, dass ihr was gewinnen könnt, aber ich will mir lieber eine ehrliche Community aufbauen und freue mich dann über jedes Kommentar und nicht nur für Leute, die Giveaways haben wollen oder so. Deswegen nehmt euch das vielleicht nochmal zu Herzen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder, wenn es wieder heißt December. Haut rein, bis morgen.